Limousinen, Alter. Warum kommt Sami auf solche Ideen, ey? Was ist los zu mit dem? Zu viele Drogen oder zu wenig. Ist es wieder so kalt in Russland, dass die Gehirnzellen weggefrostet sind oder was? Ich weiß es nicht. Wow. Der Kopf ist scheiße. Ja. Und die waren hier auch. Ha! Weißt du, ich guck so zurück, um zu gucken, wie du die Kurve nimmst. Bumm, war gegen die Wand. Ganz offensichtlich besser als du. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Gepflichtenrunde. Let's Play GTA 5 Online. Ich habe heute mit dabei den guten Fat Nasty. Hallo. Hallöchen. Wir zocken heute in einer russischen Lobby ein paar Rennen. Oh yeah, das wird nice, das wird unglaublich nice. Das erste Rennen wird so ein Stadtrundkurs sein mit Muscle Cars. Oh yeah. Ich verabschiede mich schon mal von euch ab der ersten Kurve. Ist so? Ah nein, ich korrigiere, ich verabschiede mich mal von euch auf der Geraden. Geil! Fahrt, ihr Lappen! Nein, nein, Ruski, lass das. Böses Ruski. Ja, nicht frech werden hier, ne? Hui. Ja, so ging's nur auf. Oh Gott, bitte, du Lappen! Ein Baum, weit und breit, ein Baum und der fährt dagegen. Ja, und ich natürlich voll hinten in ihn rein, Alter. Und er hätte mich jetzt gerade auf Beine aussortiert beim Rausfahren. Wenn Schatten regelt. Oh. Windschatten regelt, ja. Ja. Und ja, Windschatten regelt. Kann ich auch bitte hier wieder aus der Ecke raus? Aber ich merke schon, Muscle Cars kann echt nicht jeder fahren. Ich komme hier nicht mehr weg, Mann. GG, Alter. Wo ist eigentlich Mike ging, wenn man den braucht? Der war mal kurz im TS, ist aber gleich wieder geliefert. Ah, weil der Mann ist ja an den Muscle Cars, ist das. Wow. Ein Gott. Ein Gott, ja. Zeig mal einen, der besser mit Muscle Cars umgehen kann als Mike ging. Wow! Aber der Kurs ist geil, ja. Ich hänge auf Platz 3 hinter unserem Freund Vitoli. Ich hänge auf Platz 7 hinter, keine Ahnung, irgendeinen Irrelevanten. Ah, oh, geil, Alter. Für die Leute, die es interessiert, ich habe mich für den Sabre Turbo entschieden. Und Turbo scheint Programm zu sein, also ich hänge ordentlich an Platz 1 und 2. Und ich kam jetzt gerade mal besser in die Kurve. So, jetzt beschleunige ich. GG, Mann, was eine geile Nummer. Huhahaha. Na, bloß nicht jetzt übertreiben. Achso, ihr habt davon ein kleines Päckchen, ja. Und durch die sind scheiße. Einerseits für dich wegen Unfallgefahr, andererseits für mich, weil ich keinen Windschatten mehr bekomme. Na, wo bist du gerade? Ich bin auf Platz 6. Geil! In der Platz 5 und dann habt ihr eure euer Päckchen davon. Ja. Yeah! Nicht ganz fair. Hast du überholt? Ah! Hey, baut keinen Mist, Mann! Oder wenn du schon Mist baust, dann baust du Mist, dass du mich dabei nicht störst. Ja. Diese Kurve, Mann! So, jetzt. Obwohl ich diese eine 180-Grad-Kurve ein bisschen scheiße finde mit Windschatten. Die ist mega assi, Alter. Hat der Aufholen an? Ich glaub, der hat alles an. Ja, dann bin ich am Arsch, weil dann kriegen die mich 100 Pro noch vorm Ziel. Windschatten ist definitiv an. Und da es eine Russenlobby ist. Ah, Vitali, hallo! Was geht, Senior? Ja? Aber oh lol! Nein, 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 nein! Rennen verkackt! Nein! Doch. Nein! Doch? Warum ist da kein Fahr? Warum ist da kein Sekundärpunkt? Ah, danke schön für den dritten Platz. Gern. Wie du da aber voll reingezogen bist, ey. Ja, da kenne ich gar nichts.
Und du hast mich noch mit aufgehalten, ich bin immer noch Vierter geworden. GG. Ja, jetzt bin ich nur noch Sechster. Oh Mann, ey, Scheiße! Die ganze Zeit fahre ich vorne mit und dann so ein Rotz. Please! Ja, ein Fehler, dann ist halt Feierabend. Ja, ist halt Massaker, ne? Ach, niemand verkackt so schön wie Ares. Ja, haben wir ja vorhin schon gesehen. Oh Mann, ey. GG! Oh. Ja, du hörst mich nicht mehr. Oh, Platz 5. Leck mich, Mann. Mann, ey. Fuck, das hätte Platz 1 oder 2 sein können. Schade, ey. Schade. Hätte Fahrrad. Oh, Mann. So. Wir haben dann einfach mal eine 1,50er-Runde hingelegt. Ja, Vitali freut sich. Grüße nach Russland gehen raus, Alter, an dieser Stelle. Wir sehen uns gleich zur zweiten Map, man. Bis gleich. Jo, da sind wir zurück zur zweiten Map des heutigen Tages. Wir spielen Skirs Olympic, oder wie das Ding heißt. Von einem Berg der Götter. Ja, oh, ein Berg der Götter und das Ganze mit Limousinen. Oh, Gottes Willen. Meine Freude kennt keine Grenzen, ey. Ich verabschiede mich schon mal, ab der ersten Kurve endet es in der Stockerin. Ja, eindeutig. Wow, wir haben die erste Kurve erfolgreich überstanden. Ja. Und die okay, der erste steht in der Wand. Kiki. Der zweite steht quer, der nächste schiebt mich. So, ich habe mich hier für den Schaft davor 12 entschieden. Nice. War klar. Ich hab einen irgendwie NEIN! Ja, den wo du rausgeschossen hast, hat mich rausgeschossen, weil er auf die Straße gesprungen ist. Kichi! Und das war übrigens Katie. Ah! Der Kart E. Ah. Ich nehme die Wand hier mit. Mach mal. Ah, E-Kate, hi, was geht, man? LOL! Packt er einfach eiskalt auf der Straße, der Lappen! Hallo, E-Kate, jetzt komm klar, du Futze! Ah, Entschuldigung. Du bist bestimmt an die Kurve, an die du gerade vorbeigefahren bist, ne? Dezent. Die ist mit 5 Leuten gleichzeitig nicht möglich. Okay. Wäre das auch geklärt. Wir sind stecken geblieben. Oh. So, ich fahr jetzt den Rest hier rückwärts. Because I can! Nein. Kleiner Spaß. Oh, hi. Hi! Ich hab dich nicht gerammt. Nein. Das war ganz, ganz knapp. Du hast mich nicht mal ansatzweise berührt. Das ist... Ja, okay. Bitte was? Du hast bei mich... mir war vielleicht noch ein halber Millimeter Platz. Ja, sag ich ja. Du hast mich nicht mal ansatzweise berührt. Bei... Also... Ein halber Millimeter, das ist ganz schön viel im Rennsport. Ja. Alles gut. Da steht einer. Oh, Rupa, verpiss dich, du Lappen! Oh nein, 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 oh Gott. Und die Dinger haben so eine geile Performance, was man so gut um die Kurven ziehen kann, ne? Ja, super. Ich weiß auch nicht, warum hier allen Ernstes die Limousinenklasse ausgewählt wurde. Bei mir wählt doch immer so verrücktes Zeug aus. LOL! LOL! Weg! Sorry! Ja. Oh, ciao! Bringen wir es von der Tanke mit? Oh Mann. Ja, keine Ahnung, wo heute die anderen Leute sind in der Aufnahmesession. Aber ich glaube mal, dass ganz, ganz viele unserer Entchen am Samstag im Livestream dabei sind. Ab 14 Uhr geht's los. Werbung im eigenen Sinne darf auch mal sein. Support ist kein Mord. Oh yeah. So, Entschuldige, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, das Kurvenrad ist etwas größer als das berechnet. Jo. Hätten wir uns vielleicht gesehen. Dezent. So, komm, fahren Sie schneller. Ui! Und ich kann euch schon mal vorab verraten, es wird einige Stunt-Maps geben. Das wird episch, Alter. Das wird episch. 12 Stunden Livestream, man. Scheiße! Also... Nee, einfach noch... Ja, so eine Mischung aus allem, würde ich mal sagen. Scheiße gefahren, Windschatten. Ein bisschen Ares-Faktor. Ares-Faktor, ja. Entchen sind halt gute Schwimmer, keine Autofahrer. Ja. Okay. Und vor allem keine Limousinen. Ja. Wir können kleine Autos gut fahren. Zum Beispiel die Ente, die können wir ganz gut fahren. Genau. So Namensvetter und so, das ist kein Problem.
Und dann patcht den nächsten Update eine Ente rein, wir sind verkacken komplett damit. Ja. Ich würde mir die aber kaufen, because I can. Ja. Ist mir scheißegal, was das Ding kostet. Wenn sie eine Ente reinbringen ins Spiel, wird gekauft. Ja, die Kurve mal driften, kann man machen, ist jetzt nicht die schnellste Option. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Wand geknuscht, aber ich hatte auch ein bisschen Schiss zu lenken, weil es hätte mich dann wieder auf 100 Pro überdreht, ey. Oh nein, 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 nein. Limousinen, Alter. Warum kommt Sami auf solche Ideen, ey? Was ist los zu mit dem? Zu viele Drogen oder zu wenig. Es ist wieder so kalt in Russland, dass die Gehirnzellen weggefrostet sind oder was? Ich weiß es nicht. Wow. Die ist scheiße. Ja. Und die waren hier auch. Ha! Weißt du, ich guck so zurück, um zu gucken, wie du die Kurve nimmst. Bumm, war gegen die Wand. Ganz offensichtlich besser als du. Na, die Kurve bin ich auch gut gefahren, nur das halt danach nicht mehr. Jo, shishi. Jetzt mach ich denselben Fehler wie du. Hallo. Oh Gott. Jetzt habe ich unten auf die Minimap geguckt und da kommt ja irgendwann dann mitten in der Straße diese Leitplanke, ne? Ja, da bist du hingefahren. Nee, aber fast. Oh Mann. Oh, ich freue mich auf den Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle am Start, Alter. Es wird so geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, werde ich das Ding überhaupt noch beenden? Ich hoffe. Ja, solltest du. So weit hinter mir bist du jetzt auch wieder nicht. Also, ich bin jetzt gleich im Ziel. Du bist 7 Sekunden hinter mir. Ja, dann vor dir. Vor mir. Wenn du keine Scheiße baust, sollte das eigentlich was werden. Daddy ist im Ziel. Daddy, Daddy. Selbst dieser DEFCON 1 regt sich ein bisschen über die Fahrzeugwahl aus. Er regt sich aus. Liebe Freunde, wir hängen natürlich noch eine dritte Map dran. Bis gleich, ihr Muschis. Yo, liebe Freunde, und da sind wir zurück zur dritten und letzten Map des heutigen Tages. Vespucci Dreams. Ein Straßenrennen, ebenfalls irgendwie aus der Community. Ich habe mich dazu entschieden, den Wagner zu nehmen. Das gute, treue Teil, Alter. Geilo! Oh oh. Die erste Kurve sieht böse aus. Ja. Kein Ding. Na, für dich vielleicht. Kannst du ja mal auf die Minimap gucken, wie viel noch da sind. Keine Zeit. Natürlich fährt Rupert mir rein. Danke. Ja, mir ist auch gerade irgendeiner voll von hinten reingeprescht. Oh, Leute. Aber ich konnte noch retten. Ey, solche Sachen machen. Ja. Aber ich gehe davon aus. Er wird. Dann scheiß ernst. Solche Sachen machen, glaube ich, No Contact mehr Bock. Ja. Es wäre schön, wenn es Windschatten. Leute! Kontakt geben würde! Auf was für Platz bist du, Mann? Ich bin den 15. Okay, dann hast du gesehen, wie der eine da weggeflogen ist, wahrscheinlich, oder? Ich will nichts sagen, aber ich war der Verursacher davon. Nice! Mich hat einer gedreht, ich bin rückwärts gegen Laterne geknallt. Und dadurch ist er mir über die Haube gefahren und meine Haube wirkt halt wie eine Rampe. Geilo! Nö, das Problem ist, jetzt bin ich 15. mit riesen Abstand und kann das dann in die Tonne drehen. Nee, da kommst du noch ran. Wie denn? Keine Ahnung, aber ich komme ja auch gerade wieder ein bisschen ran. Ja, du bist ja aber mit Windschatten drin. Mehr oder weniger. Die bauen Scheiße ohne Ende. Die sortieren sich alle teilweise so selbst hardcore aus. Ich bin jetzt wieder 11., 10. Boah, ist die Map geil, wenn man so fahren kann. Ja, ne? Doch, hat was. Ist halt heute mal nichts mit Stunts. Spoiler-Alarm wird es Freitag wohl auch nicht geben. Ich habe keinen Einfluss, das ist eine Spieleliste von den Russen. Und wir haben einfach mal ganz spontan natürlich den Stream angeworfen. Das ist natürlich Bullshit, die Aufnahme angeschmissen. Yeah! Und das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit, dass wir aufnehmen wollten, das habe ich schon heute Mittag über WhatsApp gecallt. Nur, dass es halt die Spieleliste von den Leuten hier sein wird. Das war eher spontan. Huh!
Ah, ja, nein, nein, nein! Ist geil. Ja, hat was, ne? Ehrlich gesagt, wegen mich mal überholen, so wird es mir viel schöner. Ja. Also, ich versuche mich gerade noch ein bisschen vorzukämpfen und das klappt bedingt, sag ich mal. Ja, ich komme auch so langsam wieder ran. Geil! Ich habe halt ultra viel Time von hier verloren. Ja. Klassiker, Mann. So. Verkacken Sie, Mistel, mit dem T20. Nein, ich hab die Kurve scheiße genommen. Shishi! So, jetzt kommt natürlich wieder die Glanzseite des Fahrzeugs hier zum Vorschein. Ich kann die Kurve da schön Topspeed nehmen, was ein T20 nicht kann. Yeah. Ah, der macht das gut. Der bremst das vernünftig aus. Da ist ordentlich, doch. Ja, die können hier schon fahren. Ja, es gibt so ein paar Konsorten, die können das echt. Also, wow. Ha, jetzt hat er Scheiße gebaut. Und direkt wurde er von dem lieben Ares bestraft. Wow. Was zum Fick geht da bei dem vorne ab? Wow, da ist Samir. Was? Samir ist nur Fünfter? Was ist mit dem los? Und Samir wieder. Samir ist noch nicht mal so weit vorne. Nee, Samir ist direkt. Oh Gott! Vor mir. Nein, ich meine, Samir ist generell gewinnt selten, sagen wir mal so. Echt? Ich gewinne zum Beispiel Vitali hier öfter und so. Okay. Kommt bei dem auch manchmal vor, dass er sich komplett zurückfallen lässt und guckt, was die anderen Leute so machen. Ja, du sagst, Vitali gewinnt. Vitali ist Erster. Nein! Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Oh nein! Nein! Und Neunter. Da kam die Karma-Schelle instant und wieder Achter. Also punkto Scheiße bauen machen mir andere Leute gut Konkurrenz. Ja, was? Ja. Oh Gott, überdreht. Er sperrt hier relativ wenig ab. Ja. Und mit relativ wenig Elementen. Was macht der hier, Junge? Ja, nur bei der einen Kurve finde ich das ziemlich scheiße. Bei der letzten Rechtskurve vor der Zielgeraden. Da finde ich scheiße. Da bin ich jetzt mehrfach einfach geradeaus eiskalt weitergefahren. So, jetzt nochmal einmal durchspeeden hier, Ares. Hey, Vitali hat mich überrundet. Geil. Nicht dein Ernst. Ich krieg Windschatten. Du bist so ein Lappen. Ja, du musst so sehen. Ich habe nicht den höchsten Topspeed mit Windschatten, auf das ich voll gebraucht habe bei der Karre. Kann ich nicht zählen, weil. Ja, hier ist keiner mehr. Boah, lol. Fahr! Oh Mann! Ja, klar, Vitali hat das erst beendet. Schi. Ich hätte ihn abräumen können. Du hast es gecallt. Ja, das wäre hart, Assi. Jetzt ist. Ich hätte mir einen Unfall aussehen lassen können. Gib Klicks! Gib Klicks, Mann! Was, Unfälle? Ja, nee, ja, gibt's wirklich, Alter. Aber ja. Ist unsportlich. Ja, Wagner wäre hier besser gewesen. Mir fehlt absolut der Topspeed. Mann. Ja, ich war als 12 daran. Schade, Gigi. Liebe Freunde. Oh, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst es mich doch mal durch ein Däumchen nach oben wissen. Das wäre richtig, richtig geil. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Bock habt, komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Denkt bitte daran, die Glocke zu aktivieren, ja? Damit ihr auch wirklich nichts verpasst, das wäre sonst hart assi. Denkt dran, am 17.03. ab 14 Uhr GTA 5 online Livestream mit allem möglichen drum und dran. Mal gucken, wer auch von den Jungs da ist. Vielleicht ist auch ein bisschen was Weibliches am Start. Also schaut rein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Don't